In diesem Video beziehe ich mich auf die Ereignisse der ersten Folge von The Bad Batch. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr euch das Video hier zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. In der ersten Folge haben wir gesehen, wie sich Calebs Meisterin Depa Bilaba für ihn opferte, um ihm das Leben zu schenken. Caleb flüchtete und wurde von Hunter verfolgt. Hunter wollte ihm bloß helfen, aber Caleb vertraute ihm nicht und flüchtete mit einem Machtsprung über den Graben. Was Caleb nach seiner Flucht machte und wann er seinen Namen wechselte, erfahrt ihr jetzt hier im Video. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Caleb Doom wurde im Jahr 33 vor der Schlacht von Yavin geboren, während der schwindenden Jahre der Galaktischen Republik. Da er schon sehr früh in den Jedi-Orden aufgenommen wurde, hatte er nie die Möglichkeit, seine Eltern kennenzulernen. Im Jedi-Tempel von Coruscant wurde er dann zum Padawan von Jedi-Meisterin Depa Bilaba. Während der Zeit im Tempel lernte er aber auch von anderen Jedi wie Obi-Wan Kenobi und Yoda. In den Klonkriegen begleitete er seine Meisterin auf viele Missionen, darunter die nach Kador und Mygeto. Als Kanzler Palpatine die Order 66 erteilte, alle Jedi als Verräter brandmarkte und befahl, sie zu töten, war Caleb gerade 14 Jahre alt. Auf dem Planeten Kala opferte Bilaba ihr eigenes Leben, um ihn so zu schützen, als ihr Klonoffizier Commander Gray sich gegen sie wendete. In der Zeit danach versteckte sich Caleb und nahm einen neuen Namen an, Kanan Jarrus. Um nicht vom Imperium entdeckt zu werden, ließ er die Jedi-Lehren hinter sich und lernte vom Halunken Janus Kesmir, wie er überleben konnte. Einige Zeit später zog es Kanan auf den Planeten Gors, wo er in Okadaya Garsons Cantina mit dem Namen der Asteroidengürtel ein einfaches Zimmer hatte. Kanan arbeitete dort für die Firma Mondschein Polychemie, die aus dem kristallinen Inneren von Cinder, dem Mond von Gors, flüchtiges Torylidium gewann. Kanan lebte zu dieser Zeit einfach in den Tag hinein, bis zwei Personen alles veränderten: der Graf Denetrius Vidian und Hera Syndulla. Der ruchlose Graf soll im Auftrag des Imperiums die Produktion von Torylidium optimieren, was katastrophale Folgen nach sich zog. Die Twi'lek Hera hingegen tat alles, um gegen die Gräueltaten des Imperiums vorzugehen. Kanan fühlte sich zu Hera hingezogen, die langsam einen Wandel in ihm auslöste und er sich wieder mehr auf die Werte der Jedi besann. Nach Vereitelung von Vidians finsteren Plänen schloss er sich Hera an Bord der Ghost an, und ihre neue Rebellencrew wurde um Sabine Wren und Gara Sepp Aurelius erweitert. Das kleine Team zog es zur Randwelt Lothal, wo das Imperium für sein Militär Bodenschätze ausbeutete. Bei den Einsätzen auf diesem Planeten traf Kanan auf Ezra Bridger, ein machtsensitives Waisenkind, das sich auf den Straßen der Hauptstadt durchschlug. Er bot Ezra an, sich dem Team anzuschließen, zögerte allerdings, auch sein Meister zu werden, da er seine eigene Ausbildung zum Jedi-Ritter nie ganz abgeschlossen hatte. Trotz seines Zweifels unterwies er Ezra in den nächsten Jahren während ihrer gemeinsamen Mission gegen das Galaktische Imperium. Während die Crew der Ghost weiter gegen das Imperium vorging und sich der neu formierten Rebellenallianz anschloss, litt Ezras Heimatwelt Lothal zunehmend unter der eisernen Hand des Imperiums. Das Team griff eine imperiale Fabrik an, doch Kanans Partnerin Hera Syndulla wurde dabei gefangen genommen und von Gouverneurin Price gefoltert. Ein anschließender Befreiungsversuch gelang zwar, kostete Kanan aber das Leben. Mit einer letzten Heldentat schützte er seine Kameraden mit Hilfe der Macht vor einer Feuerwand, die den ganzen Komplex zerstörte. Wie ist eure Meinung dazu, dass Caleb in der ersten Folge wieder aufgegriffen wurde? Schreibt mir eure Meinung wie immer gerne unter das Video. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, dann holt das jetzt sehr gerne nach. Vergesst hierbei aber nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur dann werdet ihr auch bei wirklich jedem neuen Video von mir benachrichtigt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.